weil wir gezwungen werden, einen Völkermord zu finanzieren. Christen sind, das Ganze mitzufinanzieren. Das ist die stärkste Position. Ich bin hier, weil ich gezwungen bin, einen Völkermord zu finanzieren. Woher kommst du? Aus der Nähe Düsseldorf in Deutschland. Einen sofortigen Waffenstillstand herbeizuführen und sich einzusetzen, die Apartheid zu beenden für ein freies Palästina. Ladies and gentlemen, the strongest message today from The Hague. Demonstriert, weil derzeit in Palästina ein Völkermord begangen wird, der sich seit Jahrzehnten angeschlichen hat und Deutschland das Ganze bis heute unterstützt. Und aus deutschen Medien kommt nur, wird gesagt, es handelt sich um Antisemitismus, wenn wir Israel kritisieren. Wobei genau an diese Leute gerichtet, müsste man eigentlich die kritisieren, dass sie selber antisemitisch sind. Weil Israel tut mit dem Ganzen, was sie machen, das Judentum beschmutzen. Und beziehungsweise, die machen das auch auf Grundlage vom Holocaust. Die sagen, also es wird sich ja immer darauf wieder bezogen. Und damit wird auch das Leid der Gestorbenen ausgenutzt, um so ein Leid nochmal durchzuführen. Und das ist eine Schande. Ich finde das wirklich lächerlich. Und deswegen generell beim Völkermord soll man niemals schweigen. Seine Stimme ein bisschen erheben, das ist gar nichts. Und wir werden alle in Deutschland mit Steuern dazu gezwungen, das Ganze mitzufinanzieren. Und es ist unsere Aufgabe und wir sind auch gezwungen dazu, was zu sagen. Weil wenn wir nichts sagen, die Leute machen, was sie wollen. Wir müssen sagen, dass das nicht in unserem Namen passiert. Wir müssen auffordern, vor Augen halten, was gerade passiert. Ich war heute hier beim Internationalen Gerichtshof. Halbnackt, mit Augenbinde, gekniet, um Deutschland, um den Politikern vor Augen zu halten, dass sie einen Völkermord begehen. Sie wissen es und um denen zu zeigen, dass sie uns nicht zum Schweigen bringen können. Die Polizei ist sehr, sehr korrekt. Der Polizist. Wow!